Abend, hallo allerseits. Ja, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zum zweiten Rix Mountain Run hier in der Pyrenäen. Im Club hier Toromirona Golf Club. Tolle Location, tolle Gegend, toll zum Fahren. Für alle, die mich bis dato nicht kennen, ich bin Rick von Rix Motorcycles. Ansonsten ja, hoffe ich, dass wir eine schöne Woche mit gemeinsam haben. Viele Kilometer fahren. Danke. Wir wollten euch begrüßen hier zum zweiten Rixrun in den wunderschönen Pyrenäen. So, jetzt muss ich ja so richtig anfangen. Ich wollte mich noch einfach nochmal bedanken bei Rix Motorcycles, dass wir da so eine tolle Partnerschaft und das auch schon zum zweiten Mal hier zusammen machen können. Dann möchte ich noch Danke sagen an unsere Trucker, die zweieinhalb oder zwei große, einen kleinen LKW hier runtergebracht haben. Und vielen Dank an immer sehr, sehr schön. Die Straßen sind super. Wir haben diesmal mehr Leute dabei. Das finde ich sehr gut. Sind alle lieb und nett. Essen schmeckt sogar besser als letztes Jahr. Ja, und ansonsten, die Sonne könnte jetzt mal langsam rauskommen. We'll be right back.
Ja, wir sind jetzt hier oben am Pass zwischen Frankreich und Spanien. Bis jetzt sind wir wunderbar hier hoch. Jetzt geht es runter Richtung französische Küste. Aber hier sind wir jetzt ungefähr bei 1580 Metern, also Höhenmetern. Und ja, Wetter ist noch top. Stimmung ist gut bei den Jungs. Und jetzt geht es erstmal was zum Happa Happa machen. But this feels like it's just beginning.
games that you are playing. And you don't even know I exist. You got me on your hit list. And you're conspiring. Girl, you are sexual and bad. And now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive. Auf die Partymeile. Die alten Jungs wollen wir mal ein bisschen tanzen lernen. Und ich gebe jetzt mal gerade die Tour an. Wir werden über Olot ein bisschen in die Berge noch gehen und dann ans Meer kommen. Und ich habe für um 14 Uhr die Sonne in Lorette bestellt. Also wir müssen uns beeilen, dass wir dann da sind, pünktlich. Wenn dann in Lorette einen kleinen Snack zu uns nehmen. Und gehen dann schön die Küste entlang über Tossa de Mar. Ganz hoch Richtung Norden, die wunderbare Kurvenstrecke am Meer entlang. Nachher über die Keramikstadt Labisbal zurück heute Abend dann wieder hier in unser wunderschönes Hotel hier in Navata. Hold me close, I want to feel your love.
Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Die kleinsten Kerzen brennen am längsten. Ist noch lange nicht rum. Heute ist noch ein Tourtag. Pere de Rodes bei einer alten Abtei. Wir fahren jetzt zum Kap Creus und es ist jetzt ein ganz, ganz geiles, schönes, kurvis, langsames Stück, weil es sind die Straßenbelänge hier nicht so ganz toll, aber wunderschöne Aussicht mit wunderschönem Meerblick und das werden wir jetzt toll genießen. Stay true, we will get through. Excitement only lasts what we do. Same will never change, it's just a new phase. So darling, won't you stay, won't you stay? Here we go again. Go again.
Hier sind wir in Cadaqués im Hafen und wir fahren jetzt Richtung Kap Creus, die höchste Spitze von hier, also in Spanien. Mir gefällt es sehr gut, ist richtig schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Tour ist super schön, hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil es das erste Mal war. Also die Woche ist um. Es war eine sehr, sehr schöne Woche gewesen mit sehr vielen verschiedenen Inspirationen. Wir haben tolle Fahrten gemacht, wir waren am Meer gewesen, wir haben viel erlebt. Die Gruppenführung war hervorragend gewesen, das Team war gut, die Kameradschaft war gut, wir haben viel Spaß zusammen gehabt und ja, man kann nur sagen, alles zusammen Nummer eins. Meine persönlichen Highlights waren auf jeden Fall die Touren hier. Ja, sensationell. Wir waren verwöhnt vom letzten Jahr durch das schöne Wetter. Dieses Jahr hatten wir leider zwei Ausfalltage, haben aber trotzdem super schöne Touren gemacht, auch neue Touren wieder. Andere Leute, super nette Leute, mega Spaß gemacht und durfte dieses Jahr den Tourguide machen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und haben schöne Touren ausgearbeitet und von daher war es eine gelungene Woche, auch wenn das Wetter heute noch ein bisschen bewirkt. Ja, war eine tolle Zeit, Location war in Ordnung. Gegend. Wir hatten natürlich hier Personen, die hier wohnen und sich wahnsinnig gut auskennen. Mit denen haben wir ganz tolle Touren unternommen.
Also war eigentlich rundherum sehr gut. Wetter hätte ein kleines bisschen besser sein können, aber man kann nicht alles sagen. Solange die Leute Spaß dran haben und wir Spaß dran haben, können wir das jederzeit wiederholen. Und uns hat es Spaß gemacht. Den meisten Jungs hier hat es auch und Mädels auch Spaß gemacht. Deswegen, also ich glaube, wir sind hier nächstes Jahr wieder am Start. Mein Feedback. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann aber auch nichts anderes sagen, natürlich. Tolle Veranstaltung, gehören nicht nur die Veranstalter dazu, sondern auch ihr als Teilnehmer, als Freunde und als Motorradfahrer. Ich denke, es war eine tolle Woche. Mit dem Wetter haben wir mehr Glück gehabt wie die Vorhersage. Wir werden es nächstes Jahr bei uns einig wieder veranstalten. Würde uns freuen, wenn wir das ein oder andere Gesicht wiedersehen. Ja? Und ja, genießt den Abend. Alles Tolle ist irgendwann mal vorbei. Es ist unser letzter Abend. Lasst uns noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Das ist die Kilometer Queen. Die kommt nächstes Jahr wieder. Und das war die einzige, die selber mit dem Moped nach Andorra gefahren ist. In 13 Stunden. Gut, mal. Applaus. Letzter Fahrtag von einer wunderschönen Woche. Wir haben viele
super nette Leute dabei gehabt, wunderschöne Strecken gefahren. Die Leute waren begeistert von der Natur, von der Landschaft und natürlich von den Strecken. Und Wetter war dieses Jahr durchwachsen, aber wir sagen, jeder trockene Tag ist ein wunderschöner Tag. Ja, super, dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Jahr zum dritten Rix Mountain Run hier in den wunderschönen Pyrenäen. Ciao und ride free!